Yo, servus YouTube und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal von N7 Nation. Mein Name ist N70 und ja, die Stimme und der Name werden euch wahrscheinlich noch nicht bekannt vorkommen. Ist aber ganz normal, da ich hier normalerweise für Banner, Logos und so weiter zuständig bin, bedeutet eigentlich bin ich der Designer hier. Und eigentlich ist es verständlich, dass solche Designer hier normalerweise nichts auf diesem Channel für Commentator etwas hochladen. Heute ist es aber mal anders. Und zwar werdet ihr den Grund dessen im Video ausführlich erfahren. Bevor wir aber damit anfangen, würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz auf das Gameplay ein. Es ist ein 41 zu 6 auf der Map Detroit. Eine Runde Herrschaft, zweimal auf Scobulus gestorben. Das Ganze natürlich erspielt von N7 Zion. Und ich muss sagen, ist natürlich nicht das High-End-Gameplay. Aber mir persönlich kommt es eigentlich meistens nicht auf diese Gameplays an. Es muss nicht so sein, dass die Gegner zerfickt werden, sondern es kommt einfach darauf an, wie der Kommentator dahinter ist und wie die Person dahinter ist, welchen Charakter der hat. Denn es kann das größte, geilste Gameplay des Jahrhunderts sein und die Person ist ein Arsch, dann bringt euch das ja auch nicht weiter. Gut, das erstmal dazu und ich würde sagen, wir fangen heute mit dem Thema an, denn einige werden sich jetzt die Frage stellen: Hey, warum bist du denn heute hier zu hören? Warum nicht ein ganz normaler Commentator, wie auch immer? Ja, und das Ganze hat einen bestimmten Grund. Ich würde sagen, wir fangen aber nochmal ganz von vorne an. Und nein, wir fangen nicht mehr von vorne des Commentaries an, sondern wir fangen ganz von vorne von meiner YouTube-Karriere an. So, und ja, es war vor circa einem Jahr. Da habe ich einen Channel aufgemacht und der hieß noch nicht N70, sondern der hieß etwas anders und der hatte auch überhaupt nichts mit Design zu tun. Das war, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich auch vorstellen könnt, ein Commentator-Channel. Und es war nicht diese COD-Community, die mich damals ja, einfach überrascht hat, sondern es war eine andere Community und die war relativ klein. Und ich habe mir gedacht, hey, dir macht es Spaß, du redest viel und ja, du hast einfach Lust, deine Meinung auf YouTube zu veröffentlichen und mit anderen darüber zu diskutieren. Und ja, es lief auf jeden Fall schon bei dem ersten Video wunderbar die 300 Aufrufe gleich mal geknackt und es war wirklich ein cooles Gefühl. Ein cooles Gefühl, gleich unten in die Kommentarbox, ja, verschiedene Meinungen zu kriegen und hey, mach weiter und ihr wisst schon, was ich meine. Und es hat einfach Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht und ich habe einfach weitergemacht damit. Und es verging eine ganze Zeit und es war einfach brillant, diese Zeit, muss ich sagen. Die Abozahlen, die stiegen bei mir immer weiter an und es kamen immer wieder meine Leute, neue Leute dazu, die Kommentare unten ließen und ja, natürlich auch verschiedene Themen, die man ansprechen konnte. Das Problem aber mit der Zeit war einfach, die Community wurde immer kleiner, weil das Spiel, welches kreiert wurde, einfach immer wieder durch Updates beschränkt und zerstört wurde und irgendwann hatte man dann einfach keine Lust mehr, weil aufgrund deren Probleme hat man dann damals auch Hacker im Spiel und dann ist es wahrscheinlich klar, dass das Ganze keinen Spaß mehr macht. Und es wurde halt immer wieder so, dass ich inaktiver wurde, auch durch die Schule dann am Ende, muss ich dazu sagen. Aber es war einfach nur so, ich hatte einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel. Und ich hatte so circa vor einem halben Jahr meinen anderen Designer-Channel schon am Laufen, bei dem ich nebenbei, auch von dem Commentator-Channel her, einfach Videos hochgeladen habe und anderen einen Banner erstellt habe. Das war natürlich nicht die Qualität, die ich jetzt besitze, das ist ganz klar. Es gibt auch so einen schönen Spruch, den habe ich mir damals schon eingeprägt und zwar: Man kann nie der Beste sein, aber man kann immer versuchen, sich zu verbessern. Und ich denke, wenn man diesen Satz im Kopf hat, dann denkt man auch nicht irgendwie dran, dass man ja, der Beste, wie gesagt, ist und natürlich alles kann. So, und wie gesagt, ich habe diesen Channel noch am Laufen gehabt und ich fand eigentlich immer mehr Spaß daran. Und der andere Kanal war dann eigentlich nur noch Nebensache, muss ich sagen. Obwohl ich dort natürlich auch mehr Abonnenten hatte, aber es machte einfach keinen Spaß mehr für mich. Und dieses Hobby vom Designer machte einfach mehr Lust, mehr Spaß, ja. Und auch da waren Abonnenten da, die kommentiert haben und die einen immer, weil wir motiviert haben, weiterzumachen. Und es hat einfach Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann den Commentator-Channel ganz sein gelassen und ihn einfach ruhen. Ich habe bis heute kein Video hochgeladen, wo ich sage, das ist Ende hier. Er ruht
Einfach nur. Und ich schätze zwar nicht, dass ich nochmal mit anfangen werde, aber ich möchte das Ganze einfach nicht löschen, weil es ist so ein Stück von einem selbst bei YouTube. Und ich möchte es auch nicht irgendwie einfach so aus meinem Leben löschen, sondern ich möchte es einfach da behalten. Und wie gesagt, deswegen ist er noch da. Aber es werden keine Videos von mir hochgeladen, sondern auf meinem Designer-Channel bin ich jetzt natürlich sehr, sehr aktiv. Und ja, da machen wir jetzt einfach weiter, weil die Geschichte mit dem anderen Channel ist natürlich jetzt abgelaufen. Und da müssen wir da weitermachen. So, und ja, klar, ich habe da Videos hochgeladen, wie ich schon gesagt hatte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und man wurde dann mit der Zeit natürlich auch immer besser, das ist ganz klar. Ja, und da fing ich dann langsam an, mich für die COD zu interessieren und hatte dann erstmal keine Ahnung, was überhaupt ein Clan ist. Was ist das überhaupt? Ich musste mich erstmal zurechtfinden, was das überhaupt alles ist und so weiter. Und als ich dann kapiert habe, habe ich gesagt, hey, ich muss dazu sagen, dass ich eh kein Mensch bin, der gerne allein arbeitet und sich allein hocharbeitet, sondern einfach mit einem Team. Mit einem Team, wo man sich austauschen kann, wo man Probleme klären kann, wo man ja irgendwas macht, ja, das ist wichtig. Und ich habe dann einfach nach einem Clan gesucht, habe auch einen gefunden und ich muss sagen, am Anfang hat das ziemlich viel Spaß gemacht, weil erstmal die Erfahrung, die hatte man natürlich noch nicht, wie läuft das Ganze ab, und man hat einfach Spaß daran, auch wieder von den Leuten zu hören zu bekommen, ja, du bist gut, mach weiter so, und das hat einen natürlich immer weiter gestärkt. Das Problem bei diesem Clan war einfach, dass er, ja, sag ich mal, nicht unbedingt dann der beste Clan mehr war, weil das Problem ist, die Leute haben einfach gedisliked und diese Dislikes müssten ja irgendwas bedeutet haben, also es war irgendwas. Und es war auch so, dass die, sag ich mal, die Toleranz in diesem Clan nicht mehr die war, die es damals mal war. Es kamen einfach immer nur Leute an, die haben verlangt, aber die haben sich nie für eine Leistung bedankt, und es war schon ziemlich, naja, erniedrigend zu mitzubekommen, dass man einfach nur so ein Designer ist, der einfach immer irgendwas erstellt, ja, und dann kannst du mich am Arsch lecken. So war das dann so. Und ich habe mir gedacht, nee, das lasse ich mich auf mir sitzen. Ich meine, es sind sowieso vor mir auch schon Leute rausgegangen, aber ich bin dann, habe dann auch gesagt, hey, gut, das mache ich nicht mehr mit mir, und dann bin ich einfach gequittet und habe mir einen neuen Clan gesucht, und ich habe auch einen gefunden, und ich habe eine Recruitment Challenge gemacht und bin dort auch reingekommen, und es war halt einfach wieder das gleiche, Leute, und ich hatte dann wirklich mal gezweifelt und hat mir gedacht, ist es wirklich so in Deutschland, dass wir nur solche Pläne haben, wo man als Designer einfach nur so ein Außenseiter ist, wo man einfach nur die Arbeit der Menschen macht und keine Bedankung dafür bekommt. Und es war schon ziemlich schade, und ja, in Seven Nation habe ich zu diesem Zeitpunkt auch schon gekannt, vor allem durch den Kampf gegen Apokalypse, sag ich mal, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, und deswegen kannte ich die Jungs schon, und ich muss sagen, es hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aktiv die Leute natürlich auch schon geschaut und habe gedacht, hey, irgendwann wird es doch mal so sein, dass vielleicht N7 Studios eine RC draußen hatte, und so war es dann letztendlich auch. Und ich muss sagen, Leute, ich habe mir einfach den Arsch aufgerissen, dass ich das schaffe, weil ich sag mal so, das war so ein Ziel für mich 2014, wenn du das schaffst, dann bist du eigentlich schon am Ende, und ich habe es geschafft, und das ist einfach krass. Es ist einfach krass zu sehen, wie man ja von einem zu einem anderen Hobby kommt, aber das einfach immer noch steigern kann und dann einfach in solch einem Team landet. Und ich muss sagen, es ist eigentlich kein Team, sondern es ist eine Familie, und es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe unter einem Clan, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man ja verschiedene Meinungen austauschen kann, dass man lachen kann, dass man den Leuten einfach was zurückgeben kann und man natürlich auch wieder was zurückbekommt, das ist wichtig, und das bekomme ich einfach, man bekommt hier Anerkennung, man wird geschätzt, und das ist verdammt nochmal wichtig, Leute, und deswegen kann ich mich einfach auch nur nochmal bei N7 Nation direkt bedanken. Danke, Jungs, dass es euch gibt, und danke, dass ich natürlich auch ein Teil von N7 Nation bin. Ich bin einfach froh drüber. Und ja, jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Grund, warum ich denn hier kommentiere heute. Und ich denke, das werden einige Leute schon herausgefunden haben, vor allem die kommentieren. Irgendwann merkt man einfach, dir fehlt was. Und ich habe einfach nur designt, und mir fehlt einfach was. Mir fehlt einfach was vom Herzen, wo ich mir sagte, okay, ich muss das irgendwie wieder aufleben lassen.
Und ich habe erst daran gedacht, meinen alten Commentator-Channel wieder in Gang zu bringen, aber dann, ich glaube, das würde einfach nichts bringen. Und deswegen habe ich Dominik an einer Stelle gefragt und habe gefragt, hey, wie sieht's aus? Würdest du mir diese Chance geben? Und er hat einfach ja gesagt. Und deswegen auch nochmal danke an Dominik für diese Chance, hier heute etwas hochzuladen. Und ich wünsche mir einfach, Leute, falls ihr Bock darauf habt, dass ich weiterhin hier Videos hochladen werde, für euch natürlich, und ihr sagt, hey, macht es weiter so, und ja, nochmal dann zu dem anderen Channel, und zwar, wenn ich diese Videos hier hochladen werde, dann wird der Design-Channel natürlich nicht mit inbegriffen sein. Das heißt, mein Design-Channel läuft weiter, aber hier auf den N7Nation Clan-Channel werde ich auf jeden Fall weitere Commentaries hochladen. Und deswegen, ich würde mich auch über eine Bewertung freuen, Leute. Schreibt doch mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Hoffe natürlich, euch das Ganze hat euch hier gefallen. Und ja, bis dahin, Leute, haut rein und ciao.